schwierig, sage ich mal. Bro, what the fuck, was hat der da abgeliefert, Alter? Der Bro ist komplett überqualifiziert, glaube ich. Den brauchen wir. Yo, what's poppin'? It's me again. Wir hängen immer noch mitten in der Natur. Du mit den Kopf gestoßen. Comedy Gold, wenn sich jemand verletzt. Wir hängen immer noch hier am Campingplatz, Digga. Gleich geht's raus in die Natur. Deshalb jetzt letzte Möglichkeit für uns, das dritte Bewerbervideo einmal durchzuhascheln. Wieder vier Leute hier am Start. Wir beginnen mit dem guten Ole Appel, Digga. Ole Appel. Achso, er möchte wahrscheinlich seine Vorstellung nicht im Stream gezeigt haben. Okay, okay, we respect that. Ich helfe dir. Das ist so schwer, ist das ja nicht, Digga. Haben wir uns überhaupt bei Steam? Nice Effekte direkt, Digga. So. Aber Folge ist sehr aggressiv. Ja? Wie geht das Spiel? Was muss ich machen? Einfach via Steam und über den Parcours rennen. Das kriege ich hin, Bro. Er hat den Sound hier auf jeden Fall nochmal nice ausgeboostet. Bisschen viel Distortion irgendwie drauf. Ich klinge so ein bisschen wie Hitler. Muss sich keiner erwischen. Hat mich erwischt. Ausgeschrieben. Bisschen viel Bass. Ich klinge wie Gomma HD, Alter. Ich muss warten, bis ich die Runde beendet habe. Geht weg, ihr Schweinehunde! Stabile Auswahl. Stabile Auswahl der Clips. Hey, wo bin ich denn jetzt? Das ist ja auch immer eine Kunst, sage ich mal, die richtigen Clips auszusuchen. Sehr gut, Revi. Wer war das? Wer war das, Alter? Okay, perfekt. Tschüss, Leute. Ciao, ciao. Bis die Tage. Stark. Stark. Freund dabei, Digga. Hör auf. Idee. Bist du alleine oder gehört der hinter dir zu dir? Ja, natürlich. Bist du alleine hier? Ach so, sorry. Auch hier Bild in Bild, sehr stark. Ich hier hinter, ne? Ja gut, das waren jetzt 2 Minuten. Das war mittendrin zu Ende. Bisschen schwierig, sage ich mal. Aber all in all, nicht verkehrt. Machen wir weiter mit Chan. Der hat nämlich hier eine Vorstellung gemacht, ist 32 Jahre alt und kommt aus Köln. Chan. Digga, der Bro hat einfach Kurzfilm gedreht, Mann. Bist du sicher, dass du nicht zu Julian Bam willst, Alter? Oder zu Rezo, Digga? Stabiler Bratan, diese. Bro, what the fuck? Was hat der da abgeliefert, yo, Alter? Revi, liebes Revi-Team, ich bin Jan, 32 Jahre alt und wohne in Köln-Ehrenfeld. Einfach perfekt ausgeleuchtet, Digga. Der Sound ist crispy clean, das Szenenbild ist richtig stimmig. Er hat Golden Hour auch genutzt, weißt du, was ich meine? Ab krass, 2014 Alter. Habe ich dann nebenher schon als Second AC in der Film-, Werbe- und TV-Branche. Der Bro ist komplett überqualifiziert, glaube ich. Der hat so viel schon gemacht. Da will der bei mir arbeiten. So arbeite ich heute als First AC, Kameramann, Drohnenpilot und quasi in jeder Position, die eine Post-Production hergibt. Der kann einfach alles, Digga. Ich lasse auch jetzt einfach Tobi. Gut. 15 Stunden Tage und Crunchtime sind für mich nichts Neues. Ich 15 Stunden Tage, das höre ich gerne. Die habe ich nämlich auch immer. Kurs geht raus, liebe Grüße, Jan. Was für ein Ehrenmann, Digga. Sehr, sehr stabile Bewerbung, Alter, wirklich. Also auf jeden Fall jemand, der eine Ästhetik und einen Vibe direkt verkörpert. Nicht so ein autistischer Scheiß wie die Bewerbung von Leo. Verpiss dich, du. Das ist auch nicht schlecht, Digga. Das Video geht jetzt schon so los. Okay, Leute, wir fangen an mit dem, Vollgeist-Video. Aber boah, warte. Vollgeist? Die Musik macht mich behindert, Moment. Aber Vollgeist macht sehr aggressiv. Sehr, sehr, Revi. Gut, ich bin ready. Round one. Boah, Digga, ich hab's geschafft. Hoch. Der ist schon weg. Komm durch da. Ja, schön, Miki. Ja. Performance war in Ordnung. Oh. Nein, Miki, da musst du durch. Komm, nein. Ah, oh, Miki. Alex. Sehr stark. Ja. Und da kommt die Flanke. Ja. Und über die Linie. Und ein Tor von Team Gelb. Nein. Flop. Nein. Warum springt in deine Tor, die Blauen? Ah, aua. Digga. Lobby, ne? Hier im Hintergrund. Ja, einfach fucking highest in the room, Alter. Das war's. Du hast es. Den geht raus, Let's go! Oh! Stark, Digga. Hat sich die Cam von Miki noch gezogen. Das ist. Big Brain. Stark. Alles ein bisschen länger, aber trotzdem sehr, sehr unterhaltsam. Sehr stabil. Gute Storyline. Die Highlights perfekt zusammengefasst. Wir schauen weiter. Siri. Play. Lass es laufen, Siri. Oh! Ja, die hat ihren Freund dabei. Lol, hast du gerade die Creeper gesehen? Digga, what the fuck? Hallo, hola, hola. YouTube-Kacke, hola, hola. Super stabil geschnitten, aber im Hintergrund ist halt einfach Pop-Smoke, Alter. Mit Mood-Swings, Digga. Ah, warum, Chan? Ach so, sorry. Alter, Rixer. Oh, Digga.
Digga, guck mal, was das für Sachen sind, Alter. Wie geil. Ägypten. Einmal. Du? Pistazien, ne? Peking-Ente, Digga. Dieses Sound-Duan-Sohn. Freu dich nicht hier. No front. Chan, Alter, Baba-Bewerbung, Amena, wirklich, also sehr, sehr, sehr stark. Fixi Hartmann, Toni Hartmann am Start hier, 4 Minuten genau. Der Ehrenbruder hat es perfekt eingehalten, fangen wir an. Kommt rein und rülpst, instant sympathisch, Digga. Falsches Outfit. So, das ist doch schon viel professioneller. Den brauchen wir. Den brauchen wir. Hi, Hallöchen. Mein Name ist Toni, ich bin 24 Jahre alt und komme aus dem schönen, wunderschönen Leipzig. Aufnahmedatum ist heute tatsächlich der 29.08., weil ich heute, beziehungsweise gestern Abend noch gesehen habe, dass du einen Cutter suchst. Jetzt ach, stark. Aber das in einem Tag zusammen. Also 2 Tage. Zu deinen Voraussetzungen, die sau stabil, ja, das sau stabil. Dann haben wir ja schon entsprechend erklärt, da bin ich schon drüber gewachsen. Die mindestens 2 Jahre bleiben, bin ich sogar mehr als gewillt, weil zum einen finde ich Köln ist eine echt schöne und coole Stadt, zum anderen ja, deutlich besser als Leipzig, Bro. Und meine aktuelle Lebenspartnerin da. Bonus! Ich interessiere mich für alles, was mit Gaming, mit Cutting, mit Videodesign und den ganzen anderen Schüssel zu tun hat. Und ich glaube, da kann ich auch noch eine ganze Menge lernen, weil ich bin leider kein Master-Meme-State-of-the-Art-Boy wie ein guter Mann, der uns jetzt verlässt. Oh, Bro. RIP Leo an der Stelle. Er hat dich gequotet. Bro, der kann sowas auch. Das ist stark. Und, guck mal, der macht die ganzen, der hat hier Montana Black hat der gemacht, hier. Ah ne, das ist Prolo Plays, aber einfach deutsche Montana Black. Mhm. So, und damit hätte ich auch stabil gut und sehr sympathisch. Erstmal viel Spaß mit dem entsprechenden Video. Du bist alleine hier? Ach so, sorry. Really? Einmal Hände hoch und 15 Sekunden stehen bleiben. Hände hoch. Also es ist sehr laid-back geschnitten, aber es ist genauso der Vibe. Und ein vernünftiger Font ist es vor allen Dingen, Digga. Manche Fonts haben mich so damn weggetriggert. Mach's gut, ciao. Hier hätten noch so ein paar mehr Memes reingekonnt. Das Video? Nein, der sieht kein Video. Nee. Wollte ich nicht hier. Aber sag. Ciao. Aber sag wahrscheinlich, oder? Stark. So, Hindernisrennen. Jetzt bin ich gespannt. Du kriegst das gleich hin. Einfach wir gehen uns über den Parcours rennen. Das kriege ich hin, Bro. Ich bin gut daran. Und ist das schwer? Ja. Bin runtergefallen. Hier einmal durch und vorne gehen jetzt so Türen auf. Ah, die, durch die Mitte muss ich durch. Ja, da hätten noch, ja, oh, effektmäßig. Es ist nicht so überladen, aber es ist auch ganz angenehm eigentlich. Ausgeschieden. Ja. Hast du alles drin? Ausgeschieden. So. Los! Ah, jetzt los. Geht's hier los. Ja, nein. Nice, geht nice. Weg. Geht weg, ihr Schweinehunde! Ey, spring doch! Stark, nein. Digga. Wo bin ich denn jetzt? Schön nein. Als Action. Nein. Ja, Mann, Digga. Nein! Nicht schlecht, liebster Toni aka Fixi Hartmann. Sehr, sehr stark. Hat mir auch sehr gut gefallen. Jetzt schauen wir noch mal ganz kurz rein bei Lucien Vigas. Hey, let's go. Mein Name ist Lucien Vigas. Ich bin 25 Jahre alt und bewerbe mich hiermit als Cutter. Vor kurzem war ich am Set gewesen von Ferro 47 und durfte bei der Produktion mithelfen. Baby. Er hat Ferro produziert, das Musikvideo von Ferro 47. Weg. Das, sorry, also. Ich muss zu den Sternen heute Nacht. Ich freue mich auf jeden Fall mega. Sehr korrekt. Also ich habe auf jeden Fall mega Bock, gemeinsam zu arbeiten und geile Projekte auf jeden Fall. Mom? Ach, kurz gefurzt. Ich spiele seit 2017 GTA 5 RP. Ich habe gesehen, du hast das auch mal gemacht. Ah, er macht auch GTA RP, Bro. Du armer, Alter. Hör auf damit. Also das ist ein Loch gewesen, GTA RP. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Sehr sympathisch, sehr, sehr clean. Bis dann. Ciao. Nice. Die hat ihren Freund dabei, Digga. Hör auf. Sehr, sehr laid back. Bist du alleine hier? Mein Fuß ist eingeschlafen. Das Geräusch macht mein Fuß immer, wenn er eingeschlafen ist. Soll ich damit zum Arzt höchstwahrscheinlich? Ach so, sorry. Na, da fehlen mir die Untertitel ein bisschen. K.O. Einmal. Du? Ja, Kontext-wise ein bisschen durcheinander, glaube ich. Okay. Hey, Bro, ich habe noch nie Vollgas gespielt. Gönn mir doch okay, mal. Okay, ich helf dir. Das ist so komm schwer, rein. Ist das ja haben nicht, wir uns überhaupt bei Steam? Natürlich haben wir es nicht bei Steam, what the fuck. Ist alles so sehr laid-back. Bin runtergefallen, bin gut daran. Ist nicht schlimm, ich laufe hier hoch. So.
hier einmal durch ja, und vorne halt ging ja zur nicht Tür die Highlights, ne? Ja, also man hat ja nur eine Minute Zeit. Ja, okay, I see. Hochrennen? Ja, endet auch wahrscheinlich sehr abrupt jetzt. Ja gut, schade. Gut, sehr stabile Bewerbung, trotzdem super sympathischer Dude, der Videograf hier an der Stelle. Ich würde sagen, meine Freunde, ich habe aber auch hier wieder meine Entscheidung getroffen. Lieber Chan und lieber Toni Hartmann, ihr beide werdet von mir hören. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr korrekt, was ihr da beide abgeliefert habt. Persönlich sowie auch auf handwerklichem Level extrem stark. Wir sehen uns, wir hören uns, ich schreibe euch eine Mail. Sorry an die anderen beiden, dass es nicht geklappt hat. Es tut mir leid, ich muss da wie gesagt ein bisschen aussieben, obwohl mir das auch echt schwer fällt, weil ich mag euch alle eigentlich. Außer dich. Dich habe ich wirklich überhaupt nicht gern. Was machst du? Warum drückst du auf den Kameraknopf? Das war's von diesem wunderschönen Video. Ich werde jetzt dann, sobald dieses Video draußen ist, die ganzen Mails an euch verfassen und euch neue Instruktionen für die sechs... Ich habe richtig gezeigt, das ist sechs. Sechs Finalisten dann Instruktionen zukommen lassen und dann reduzieren wir auf drei Finalisten, die ich dann persönlich zum Gespräch einlade und wieder zum Treffen und dann kann es nur einen geben. Amen. Macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out und tschüss.